Moin Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trains in World 4. Lange nicht gesehen und trotzdem wiedererkannt. Naja, falsch, aber trotzdem. Rangierdienstag in England. Langes her. Irgendwie habe ich gesehen, ist auch schon wirklich über einen Monat her, dass wir die letzte Folge hier auf der Strecke gemacht haben. Ja, es zieht sich so ein bisschen, aber wir haben hier noch ein paar Touren am Start und wir gehen jetzt erstmal an die Tunstead Quarry rangieren um 7:20 Uhr am 5. Mai. Mal gucken. Ich weiß es nicht genau. Ich würde sagen, wir machen die Tunstead Quarry Dinger. Das ist wieder so ein ganzer Tag. Und dann haben wir noch irgendwie eine Tour hier zwischen. Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt. Aber mal gucken. So. Also alles mit der kleinen Lok zu schaffen. Ja. Bin ich mal gespannt. Ihr sicher auch. Und haben wir einfach mal Bock drauf, ne? So. Tunstead Quarry rangieren. Langes Zer. Aber eins muss man dem Ding ja lassen, ne? So, wo müssen wir überhaupt hin? Wir stehen da und wir sollen jetzt erstmal in den Rückwärtsgang. Ja gut, Sicht nach draußen, Rückwärtsgang rein, Bremsen können wir lösen. Brauche ich eigentlich einen Tacho? Nö, aber ist egal. Lass laufen. Und ist hier nicht überfüllt. Ja, wie gesagt, ist ja schon mal her, dass wir hier überhaupt mal wieder was gefahren sind. Der hat mir die Weiche von alleine umgestellt. Nee, oder? Nee. Nee, wollte ich das sagen. So, Weiche umstellen. Gang nach vorne. Passt. Außenansicht dran. Ankoppeln. Bling. Perfekt. Und Rückwärtsgang. So. Na, da müssen wir vorwärts fahren. Wir müssen vorwärts fahren. Wir müssen auch noch aufpassen. Da kommt gerade ein Zug. Immer noch auf Signalwechsel warten. Ja, auf den Kollegen. Wir kriegen nämlich auch noch einen Gegenzug, der durchkommen wird. Also hier ist richtig viel los, ne? Also wir haben einmal das Signal auf Fahrt. Und das da auf Fahrt. Also das ist wirklich interessant hier. Das heißt, wir haben einmal den und von hinten kommt, wenn wir jetzt hier nicht durchdrehen, auch noch uns doch gleich den Berg hoch.
Okay, das war jetzt unerwartet, aber das ist manueller Fotos. T, Autofokus manuell. Ah, okay. Wollte ich aber eigentlich nicht. So. Sehr, sehr schön. Ich meine, die Kameraführung ist jetzt gerade hervorragend in die Hose gegangen. Aber. Immer noch keine Strecke verfügbar. Heißt, wir müssen da vorne gleich wieder anhalten. Alles klar. Mehr. Theoretisch genauso. Schöner Wagen hier, ne? Also. Weg ist er. Kommen jetzt unerwartet. Okay, dann koppeln wir hier ab. Warum auch immer. Wir müssen jetzt auf die Seite nach draußen gehen. Ja. Da noch einer. Das kam jetzt auch unerwartet. Das ist dann noch ein Gitter zurück, wenn man kommt. Aber natürlich cool. Interessant ist auch, dass hinten scheinbar kein Personal in dem Ding sitzt. Ein bisschen rollen lassen. Geht ja schön bergab hier. Ich mache hier vielleicht einen schönen Sample noch raus. Das ist ja immer so eine Sache für sich. Ich weiß nicht, ob wir auch so schnell rückwärts fahren dürfen, aber. Ja.
So, ich wollte jetzt nämlich nicht mit Vollgas über diese Weiche brettern. Mich wundert auch, dass er mich da... Ich wollte doch sagen, so schnell die Weiche durchlassen wollte. Das ging ja gar nicht. Das da vorne ist aber auch eng, ey. Mal gespannt, wie weit wir jetzt fahren müssen. Noch ein Kilometer. Im Rückwärtsgang. Ja, okay. Kriegen wir hin. Wahrscheinlich bin ich hier mal zu schnell. Spielt aber auch keine Rolle. Da kommen wir jetzt schon ein bisschen sehr flott rein. Sehe ich auch so. Ist das ernsthaft? Ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass es günstiger war, das Hauptgleis hier links durch den Tunnel zu ziehen und hier alles wegzugrasen. Vielleicht stehen auch alle artig richtig, sehr gut. So. Und verladen wir mal den ganzen Plunder hier. So. Ganz langsam hindurchziehen. Ah, kommt noch einer. Oh. Aber wenn er wirklich so langsam ist, ne? So lang müsste das eigentlich mit dem Tempo gehen. Dass wir hier gleich wirklich mit dem vollen Zug rauskommen. Thank you.
Soll ich den jetzt wirklich bis dahin rausziehen? Ja, okay. Die Reihe steht auch richtig. Dann fahren wir weiter. Interessant, dass der letzte leer geblieben ist, eigentlich relativ, aber ist doch egal. Hat ja anscheinend doch trotzdem gereicht. So, müssen wir vorne anhalten. Können wir ja schon den Zug gleich rausziehen. Ah, Quatsch. Stehen. Oh. So, abkoppeln, wahrscheinlich hinterm. Da? Das war jetzt echt eher unerwartet. Aber gut. Koppeln wir dich da ab. Aber mit dem Echo ist natürlich schon cool hier auf der Strecke. Also. Steht richtig. Stehen sie alle jetzt richtig? Krass. Und fahren wir vorwärts. Ach, und dann ist die Tour schon fertig. Ja, gut. So gesehen hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, gebt dem Ganzen mal einen Daumen nach oben. Wenn nein, tut es trotzdem. Und hier sieht man es, wenn man es dann doch vergeigt und vergisst, die Weiche zu stellen. Aber weil man meint, sie würde richtig stehen. Das sieht dann so aus. Und dann entgleist man. Ja, gut. So, haben wir es auch gesehen. Ein bisschen Action muss ja mal sein. Nein, also, wir müssen natürlich noch eben die Weiche stellen. Ich glaube, ich stehe jetzt auch hoffentlich wieder vor dem Prellbock. Natürlich hervorragend, wenn man dann schon direkt die Danksagung macht, ne, und sich so siegessicher ist. So, Weiche müssen wir jetzt natürlich gucken. Und sie steht auch richtig hier. So, wir setzen sie nochmal um. Sie müsste eigentlich richtig stehen. Sehen wir aber gleich, wenn das Licht angeht. So. Versuch Nummer 2 von 300.
aus. Aber jetzt fahren wir in die richtige Richtung. Sinnloser Fun Fact. Ich gehe davon aus, dass auch hier die Bremsbacken animiert sind. Da stellt sich direkt die Frage an den lieben Lavan. Ja, Jan, sind die Bremsbacken bei SimRail auch animiert? Also bei dem Fahrzeug weiß ich es nicht. Ich weiß es aber bei den VTG-Wagen der Fall ist. Deswegen gehe ich davon aus, die werden hier jetzt auch animiert sein. Und wenn wir gleich die Bremse ziehen, werden die sich zuziehen. Bin ich fest von überzeugt. So, wir ziehen jetzt die Bremsen an. Darauf achten auf die hier. Und ja, sie machen's. Leider geil. Leider geil. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem ganzen Daumen nach oben. Wenn nein, tut's trotzdem. Und dann geht's hier in der kommenden Woche weiter mit... Keine Ahnung, wo es dann hingeht. So, zum freien Spiel zurück. In 3 Minuten. So, damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer...